Ich habe die Vizepräsidentin heute gefragt, weil sie die qualifizierteste Person dafür ist, unsere Bemühungen mit Mexiko und dem nördlichen Dreieck zu leiten, zusammen mit den Ländern, die uns dabei helfen. Wir werden Hilfe brauchen, um die Bewegung von so vielen immigrierenden Menschen an der Grenze im Süden zu stoppen. Sie wissen, als ich Vizepräsident war, bekam ich einen ähnlichen Auftrag, aber einer der Dinge, die wir taten, war, dass wir dafür gesorgt haben, dass wir eine überparteiliche Vereinbarung mit Demokraten und Republikanern erzielten, um 700 Millionen Dollar bereitzustellen für die betroffenen Länder. Damit man die Menschen am besten davon abhalten kann, ihr Land zu verlassen, der Grund, warum so viele Menschen kommen, ist nicht nur Gewalt und Menschenhandel, Kartelle, sondern auch Naturkatastrophen, Hurrikane, Überschwemmungen, Erdbeben und. Es ist ja nicht so, dass jemand irgendwo in Guatemala sagt, ich habe eine tolle Idee, lasst uns alles verkaufen, was wir haben, und das Geld geben wir einem Menschenhändler, der unsere Kinder an die Grenze von Amerika bringt, wo wir dann durch die Wüste ins Land kommen. Wir sprechen zwar kein Englisch, aber es ist ja lustig, uns auf den Weg zu machen. Wir wissen doch alle, wenn man sich mit den Problemen im Land beschäftigt, profitiert jeder davon. Es nützt den Menschen, es hilft den Volkswirtschaften, daraus entstehen große Geschichten. Sie in die Tat umzusetzen, das gilt es jetzt. Schnelle und effektiv müssen wir sein, das sind augenblickliche Momente.